Jetzt sollst du selbst ein Mischungsmodul schreiben, bei dem Verhältnisse berechnet werden. Und dann soll auch dieses Mischungsmodul wieder mit diesem Import hier aufgerufen werden können, beziehungsweise das File wird aufgerufen hier als MI für Mineralogy. Und dann kann dieser neue Befehl benutzt werden. Ich habe das schon gemacht. Und dann sieht es aus ungefähr wie folgt. Also man gibt dann hier an MI für das Mineralogie-Modul, wo der Befehl drin ist. Dann habe ich ihn einfach genannt Mix Ratios. Und dann kommt hier rein die Elementzusammensetzung des ersten Gesteins, zum Beispiel von Magnesium. Und das soll haben, sagen wir mal, 22,34. Und das zweite Element, oder ich schreibe es mal anders, dass man es ein bisschen vielleicht besser sieht, von Gestein 1, also von Rock 1, sagen wir mal, das Element 1, 22,34. Also das steht dann hier von Rock 1, Element 1. Und das zweite von Rock 1, das zweite Element, Element 2, hier muss natürlich 1 stehen. Das soll vielleicht Eisen sein und hat hier 2,58 Gewichtsprozent. Ja, das sind hier die, sagen wir mal, Oxide in Gewichtsprozent. Also hier mal ist es auf Englisch Weight Percent. Und hier soll es sein Magnesium, da kann ich auch gleich hinschreiben, MgO in Weight Percent. Und als hier soll dann sein FeO in Gewichtsprozent. Und dann mache ich das gleiche noch für ein zweites Gestein, also Rock 2 und Rock 1. Also das wird dann in Rock 1 in Weight Percent. Und das hier auch. Und das hier wäre es dann in 2. Jetzt brauche ich hier vorne noch andere Zahlen. Also das hier soll dann sein, zum Beispiel vielleicht 25,84. Und Eisen soll dann sein, sagen wir 7,66. Und das wird jetzt alles hier eingegeben in den Befehl. Also dieses Rock 1, Rock 2 und dann das Ganze hier nochmal bloß beim Copy-Paste macht man sehr gerne Fehler. Hier muss dann Rock 2 stehen und dann noch der Anteil, zum Beispiel 0,8, also 80% vom ersten Gestein. Ja? Also das ist der Fraction of Rock 1. Also das letzte X ist dann Fraction of Rock 1, das wären dann die 0,8 hier. So, dann führe ich das Ganze aus und dann soll natürlich ein Ergebnis rauskommen und hier steht 6,41. Was man jetzt auch noch sieht, und das ist auch Teil der Aufgabe, hier sind zwei Nachkommastellen. Also, macht einen Befehl, der so aussieht. Hier kannst du die ganzen Zahlen einmal überprüfen, ob es dann richtig rauskommt. Und dann sollen auch nur zwei Nachkommastellen hier da sein. Das ist die kleine Aufgabe, um all das Gelernte einmal kurz zu wiederholen. Viel Spaß wünsche ich dir dabei.